So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Blattgrün Nuzlocke. Ich habe heute mal wieder einen Gast dabei, kennt ihr auch alle schon. Sag hallo Crow. Psst, sie können uns hören. Das wissen die sowieso, dass die uns hören können. Also was soll's? Na gut. Das wissen sie vielleicht, aber nicht die anderen. Okay. Wir haben das letzte Mal kurz vorm Ende der Aufnahme noch Zapdos gefangen und ja. Jetzt würde ich sagen, packen wir mal die nächste Arena an. Das haben wir das letzte Mal nicht mehr gemacht. Wir könnten uns hier theoretisch vorher noch ein Kampf-Pokémon holen, aber ich würde sagen, das können wir uns genauso gut nachher auch noch holen, weil ich bin ehrlich, ein Nocturne oder ein Kickly werde ich in der Psycho-Arena nicht unbedingt brauchen können. Das wäre ein bisschen fatal. Ja, ich habe hier sowieso schon wieder ein bisschen. Wie viel Psychoschwäche habe ich? Also Dirki kann ich hier nicht wirklich brauchen. Ja. Ja, ansonsten habe ich meine Psychoschwächen schon größtenteils ausgemerzt. Ich hatte mal, ich glaube, zwei Drittel von meinem Team hatte mal Psychoschwäche. Oh. Das ist scheiße. Ja. 4 von 6 Pokémon mit Psychoschwäche. Ja. So. Jetzt bin ich für diese Arena aber ziemlich gut gerüstet, weil ich habe jetzt sehr, sehr viele Pokémon mit sehr guter Spätzdef. Ja, und Yuki ist nur ein bisschen im Level voraus. Ja ganz gut, ich konnte ihn nur mit Level 50 fangen. Dann ging das nicht anders. Wie hast du den dann bitte so weit runtergeschwächt, ohne dass irgendwas von dir gestorben ist? Meisterball. Achso, Meisterball. Psycho Maximilian. Aber du musstest es dir unbedingt dann schon holen, ne? Ja klar. Zapdos. Konchan wird sich hier voll durch diese ganze Arena durchprügeln. Das ist hier mein MVP. Ja. Weil Spukball hier noch so schön physisch war und die meisten Psycho-Pokémon nicht unbedingt die beste physische der Farben. Fleckmon ist hier jetzt sogar noch die Ausnahme. Der hätte sogar eine gute physische. Ja, die. Da aber dann ziemlich egal ist. Oh, da sind wir schon auf Level 40. Lamos. Was haben wir denn gegen einen Lamos rein? Ich könnte einen Konchan drin lassen, aber ich meine, der. Also, Lamos sollte einen Spukball auf jeden Fall überleben. Das ist mein Problem. Die Frage ist, ob das Ding schon Psycho-Attacken kann. Weil sonst. Mit Dirki setze ich da auch wieder was aufs Spiel. Mhm. Ich nehme die sichere Variante. Mal raus. Ja, Lamos, gute physische Verteidigung. Ja, die spezielle? Die spezielle ist auch gut, aber lang nicht so gut wie die physische. Ja. Okay. Trotzdem, aus dem Lamos kann man ordentlich was machen, auch mit der Entwicklung. Wie es ja Gott sei Dank noch nicht hat. Ja. Megalamos ist nervig. 180 Def. So, dann kriegt Lapriso auch Level 40. Warum heißt das eigentlich Lapriso? Das ist jemand, den ich gut kenne. Das ist mehr oder weniger sein Spitzname. Ach so, okay. So. Das Schöne ist, dass wir mit Geistattacken auch die ganzen Geist-Pokémon hier kaputt kriegen. Rein theoretisch hätte ich Dirki hier für diese Arena aus dem Team schmeißen können und einfach mal Chrissy mit reinnehmen können. Was ist Chrissy? Relaxo. Diesmal. Achso. Der war schon immer das Relaxo, wenn er nicht gerade ein Weilord geworden ist. Ist das nicht ein bisschen gemein? Der mag die beiden, also damit tue ich ihm Gefallen. Achso, ich wollte schon sagen, so dick ist er auch wieder nicht. Nee. Aber ich weiß ja nicht mal, wie er aussieht. Naja, sagen wir es mal so. Er ist jetzt nicht unbedingt der Schlankste, aber gut, er war auch schon mal dicker. Aber gerade wie er so in der Zeit, wo er von zu Hause ausgezogen ist, hat er ordentlich abgenommen. Mhm. Oh Gott, ich hab jetzt wieder spontan vergessen, was Kenji war. Was für ein Pokémon. Ein Sandama. Stimmt, Sandama war er. Und den. Ich bin wie immer nicht dabei. Doch, einmal war ich dabei, als Mauzi.
Das ist das, wo du als Mauzi dabei bist. Das nimmt mich immer noch so ein bisschen übel. Ja. Machst du aus mir einfach ein Mauzi? Ja, weil ich's kann. Ich mag Mauzi nicht einmal. Tja, hast du Pech gehabt. Ja. Warum kommst du bei dem Mauzi eigentlich spontan auf mich? Ich hab irgendeinen Namen gebraucht und du bist mir da spontan eingefallen. Da seht ihr mal, Leute, wie unsere Liebe so zueinander ist. Er braucht einen Namen, das erste, was ihm einfällt, ist meiner. Hm. In Phlegmon. Yay, Fossil bekommen. Und ich habe das Fossil bekommen, was ich haben wollte. Welches hast du denn bekommen? Dummfossil. Du willst dir also ein Kabuto machen? Ich mag Kabuto. Beziehungsweise Kabutops. Genau. Ist so eins meiner Lieblingsfossil-Pokémon. Ist auch auf jeden Fall sehr stylisch. Ja. Oh nein, ein Pantimos. Mach das weg. Ein pädophiler Clown. Ach ja, das passt jetzt dann auch wieder zu dem, was ja momentan so im Internet für Gerüchte kursieren. Über Halloween, von wegen, die Leute mit den Clownsmasken starten eine Purge. Also wollen eine Purge starten, eine Säuberung. Was hältst du eigentlich von diesem idiotischen amerikanischen Prank? Wie du schon sagst, der ist idiotisch. Joa. Ich find's toll, dass ich für diese Arena schon wieder komplett überlevelt bin. Mhm. Ich meine, ich überhole sogar mit einem fucking Flamara ein Kandabra. Deswegen gibt es bei vielen Logs auch ein Level Cap. Ja, das selbst wenn ich dieses Level Cap hätte, das wäre immer auf den nächsten Arena-Leiter getrimmt und bei dem bin ich drunter. Das ist ja gerade der Witz an der Sache. Okay, ich kenne es eigentlich so, dass das Level Cap dann immer auf den nächsten Arena-Leiter, den du vor dir hast, ja, getrimmt ist. Ja, in diesem Fall nächste Arena-Leiter ist Sabrina und bei der bin ich drunter. Und zwar, wenn man ihr höchstes Pokémon betrachtet, da bin ich gut drunter. Warte mal, Sabrina, das war die hier, ne? Die Psycho. Ja. Okay, da bist du drunter. Mhm. Was haben die denn da mit den Leveln von den Trainern gemacht? Was Böses. Die haben die viel zu weit runtergesetzt. Die Trainer hier sind relativ schwach, ja. Aber die... Die Arena-Leiter ab Koga sind relativ stark. Okay. Ach, ich habe die erste Gen so lange nicht mehr gespielt. Gerade Sabrina zieht nochmal ordentlich im Level an. Mhm. Also, sind Wasserstarter genommen. Ja, ne? Mein Starter ist mir leider schon verreckt. Daran darf ich mich immer noch bei Misty bedanken. Ja. Misty war auch in der ersten Generation immer so der Arena-Leiter, wo ich... Na ja, gut, mit einem Clutexo gegen die ist ja auch ein bisschen blöd. Ich find's faszinierend, wie da kein einziges Mal die Para durchkommt bei dem. Mhm. Der nächste Schockwelle wird da auch nicht ausweichen. Oh, okay. Blockierung ist weg, dann können wir jetzt mit Body Slam finishen zumindest. Oh, oder auch nicht. Ja gut, der hat einen Panzerschuss reingehaut. Was kann der alles? Der kann... Kopfnuss, der kann Amnesie-Panzerschutz. Was ist seine letzte Attacke? Die haben wir noch nicht gesehen. Zwei Attacken zum Death-Boosten auf jeden Fall. Mhm. Ja, wenigstens ist Amnesie hier nicht so OP wie in der richtigen Gen 1. Ja. Weil da erhöht es ja Spezialangriff und Spezialverteidigung um 2 Stufen. Mhm. Weil da der Spezialwert noch zusammengefasst war. Und noch ein Dummfossil gefunden. Wir können auch noch andere Fossilien droppen, das weiß ich. Ich kämpfe gerade gegen Amanda. Amanda. Und eins meiner Lieblings-Fossilien.
alte Vorentwicklung von einem meiner Lieblingsreis-Pokémon. Tja. Ist so, glaube ich, mein Lieblingsreis-Pokémon. Ja, Alpollo steht bei mir da auch sehr weit vorne. Ich muss gerade ernsthaft überlegen nochmal, was es so für Geist-Pokémon gab. Na ja, gut, die aus der 5. Gen kenne ich ja überhaupt nicht. Ja, da gab es nicht wirklich. Also 5. Gen gab es Skelabra, Golgantes und... Boah, was waren da noch alles? Dungard kam Durgard erst in ist der... 6. Ja. Ja gut, ich bin aber auch eher ein Fan von den Unlicht-Pokémon anstatt von den Geist-Pokémon. Wenn ich sagen muss, dass ich Alpollo und Gengar sehr, sehr gerne mag. Aber gut, eins meiner Lieblings-Pokémon ist ja auch ein Unlicht-Typ. Zum Teil. Von daher ist es klar, dass ich Unlicht ein bisschen lieber mag. Ja, mein Lieblingstyp ist nach wie vor Wasser. Und was Kilians Lieblings-Pokémon ist, wissen wir alle ja bereits. Sollte mittlerweile allgemein bekannt sein. Ja. Dass es definitiv nicht Pantimos ist. Mhm. Selbst Leute, die dich nicht kennen, wenn ich dann einfach sage, ah, oh, ein Kumpel von mir, der Pokémon spielt, ja, wer ist denn das? Ja, der Kilian. Ach, das ist doch der, den ich nicht kenne und das Patronen so mag. Ja. Siehst du mal. Pantimos wäre auf der Liste ebenfalls ganz weit oben, wenn man die Liste umdreht. Ja. Da ist er nämlich ganz oben. Oder in einer Parallelwelt. Oder am Gegenteiltag. Ja, am Gegenteiltag stimmt wieder alles. Außer die Sachen, die normalerweise stimmen. Die stimmen dann nicht. Also ist Pantimos dann ziemlich weit oben. Witzigerweise, seine Vorentwicklung finde ich total süß. Pantimimi? Ja. Ist wirklich so pädophil. Obwohl, es gibt Pokémon, die laut ihrem Pokédex-Eintrag um einiges pädophiler sind. Hypno? Traumato. Ja, Traumato, Hypno. Ja, was glaubst du, warum ich ein ich habe ein Traumato auf meiner Box, das heißt Pedobär. Nice. Und, joa. Was gibt's da noch so Schönes? Ach ja, trifft Zeppeli. Der für den guten Hypno arbeitet und ihm die Kinder bringt. Ui, ein Nachtnebel. Da hat mich tatsächlich mal was überholt. Ja, Geistpop. Nicht gerade so langsam. Ja gut, das Ding war ja auch nur 2 Level unter mir. Jo. Dafür erreicht Konchan jetzt Level 41. Ja. Mal schauen, ich würde es nämlich jetzt in dieser Nuzlock gerne bei 3 Toten lassen. Was ist noch so geschoben außer dein Starter? Mein Smetbo und mein Tauboga. Ja gut. Bei fragile Pokémon gestorben und eins, was eher nicht so fragil ist. Ach, haben wir die schon? Okay. Dann... Die haben wir auch schon. Du weißt wenigstens, welche Teleporte du nehmen musst. Yep. Bei mir wäre das ziemlich witzig, weil ich nehme einfach random irgendwelche Teleporter. Ich kenne einen sicheren Trick, wie man garantiert zu ihr kommt. Und wie? Niemals die nach oben oder unten gehen, immer nach links oder rechts. Dann kommst du irgendwann garantiert zu ihr. Ah. Wenn du abkürzen willst, einmal nach oben oder unten gehen und dann die Regel weiter befolgen. Okay. Das funktioniert auch. Zumindest wenn du Glück hast. Da gibt's eine 50-50. Manchmal landest du dann am Eingang und manchmal landest du bei ihr. Okay. Die Frage ist... Glück mag mich nicht so. Ja, ich hab super Noch 24 Tage, dann kommt Sonne und Mond. Yay. Jetzt können die Leute ausrechnen, wann wir das hier gerade aufnehmen. Psst, Tipp, es ist der 30. Oktober. Okay, Ich weiß, es ist jetzt immer noch verdammt schwer. Ich bin sicher, es kriegen ein paar Leute hin. Und Kilian, wie hast du so dein Vor-Halloween gefeiert? Ach, war ganz witzig.
haben einen Haufen Freunde eingeladen, wir haben gut gegessen, wir haben eine Warcraft 3 LAN gemacht. Hm. War wirklich schön. So, jetzt bin ich am Überlegen, was hatten die nochmal als erstes dran? Soll ich mal schnell nachgucken? Ah, nee, lass es. Ich schmeiß einfach Kanchan nach vorne und hoffe einfach, dass der das alles wegtankt. Joa, ist eine Möglichkeit. So. Ah, ich bin gerade überlegen, soll ich mir jetzt Pokémon Sonne noch vorbestellen? Hm, also ich hole mir sowieso beide. Okay, sie hat vier Pokémon und ihr erstes ist ein Kadabra. Level 8. Das Gute wäre halt, so komme ich an jedes Pokémon dran und an die Event-Pokémon komme ich dann doppelt dran. Sehr. Okay. Warte mal, ist es hier nicht noch so, dass der Schaden von Seher berechnet wird, wenn die Attacke ausgeführt wird und selbst wenn du dann auf ein Pokémon mit höherer Spezialverteidigung wechselst, dass dann der Schaden wie die Engine 3 nochmal genau funktioniert, weiß ich nicht mehr auswendig. Ich weiß bloß, dass ich weiß, wäre das immer noch so gewesen. Ich weiß nur, dass das Seher hier noch nicht unbedingt stark war. Der hatte hier noch eine Base Power 80. Ja. Auf jeden Fall arbeitet sich Kanchan hier ziemlich gut durch. So, Omot, jetzt schmeiße ich mal ganz schnell Skadi rein, die lässt sich jetzt von dem Seher treffen und die brutzelt das Omot dann weg. Skadi ist eh ein bisschen schneller als Kanchan. So, ihr letztes ist ein Simsala. Jo. Jetzt bin ich mal gespannt, welches Level das nochmal hatte, weil ich meine, dass das Ding über 40 war. Hm. Ich find's auch klasse, wie der Seher kam gar nicht mehr. Anime zweimal ein Apollo hatte und es beide mal nicht behalten hat. Einmal hat es ja an die Arenaleiterin verschenkt, weil es sie zum Lachen gebracht hat. Ja, ich hab's doch gesagt. Da kommt der Seher. Da wären wir jetzt auch gerade wieder bei Sabrina. Okay, das einzige, was nicht kommen darf, ist ein Crit von ihm. Oh, sehr schön gewonnen. Oh, Gedankengut. Das ist gewonnen. Weil Spukball greift hier noch schön physisch an. Mhm. Und Simsalas Verteidigung ist nicht so gut. Ja. Sagen wir so, es ist halt eine Glass-Cannon wie die meisten Pokémon seiner Art. Also wie die meisten Haupt-Damage-Dealer. Ja, ist zumindest kein Tanky. Mhm. Wäre auch schlimm, wenn es dann auch noch tanky wäre. Es ist verdammt schnell, es macht viel Schaden auf der speziellen Seite. Wenn es dann noch tanky wäre, das wäre ekelhaft. Wie weit seid ihr jetzt eigentlich mit eurer Tierlist? Seid ihr da mittlerweile fertig oder? Ja, die ist fertig. Hm. Dann musst du mir mal die fertige schicken. Ich habe ja bisher nur die fast fertige. So, Weg gemerkt. Nö, ich habe gerade auf dem anderen Monitor geguckt. So. Wir machen einen kleinen Zwischenstopp im Pokémon Center und dann schauen wir mal schnell zur Kampfarena rein. Die ja keine offizielle Arena ist. Jo. Aber die betiteln sich, glaube ich, als Arena, ne? Joa. Also gut, Lapriso lasse ich hier lieber mal stecken. Zur Not habe ich Yuki, falls ich irgendwas schnell weghauen muss, weil der kann zumindest seinen Bohrschnabel ja schon. Wie viel Geld haben wir inzwischen? 18. Als ich bei Omega Rubin die Top 4 gemacht habe, ist mir aufgefallen, ich habe wirklich extrem lange kein Pokémon mehr gespielt und bin deswegen von dem Aussehen zweier Charaktere ein wenig durcheinander gekommen. Weil ich dann einfach nur nach den Haarfarben geurteilt habe und dann den ersten von der Top 4, den Unlicht-Heini, für Ignaz gehalten habe. Und dann dachte, ich kam in den Raum rein und dachte, oh, Feuer-Pokémon, Wasser, mein Sumpex nach vorne gestellt, Unlicht. Ja. Naja. Aber die Arena hier ist ja ziemlich easy. Man kann ja trotzdem ein bisschen abkacken, wenn man nicht aufpasst, weil Kampf-Pokémon tendieren dazu, ziemlich hart reinzuhauen. Gut nur, wenn man ein Gift-Pokémon dabei hat.
das den ganzen Attacken resistet. Oder ein Geist-Pokémon, was sie ohne Gesichte nicht treffen können. Mit ihren Kampfattacken. Ich hätte ein Geist-Pokémon. So viel Auswahl hast du da in der Generation nicht. Irgendwas musste ich ja im Pokémon-Turm fangen, also. Ja. Warte mal, das ist eigentlich nur die Auswahl zwischen Nidorak, Alpollo, Gengar. Gengar gibt's hier nicht. Tragosso wäre ja, noch eine. Ja, Tragosso ist Geist. Nee, weil ich meine jetzt von den Geist-Pokémon, nicht von den Pokémon, die du im Lavandia-Turm fangen kannst. Nee, von Geist-Pokémon gibt's nur Nidorak, Alpollo und Gengar, das stimmt. Ja. Und es hat sich zwei Generationen lang geändert. Erst in der dritten Generation kam dann noch Chopé und sowas. Traumfugil kam dazu, ja. Ja, in der zweiten Gen dazu. Ja. Und in der dritten Gen kam dann Chopé dazu, ja. Banette, Zwirfins und Zwirklo. Zwirlicht. Zwirlicht und Zwirklo waren es noch. Ja, und in der vierten Gen kam auch nicht so viel neu dazu. Da kam Traumagil, Zwirfins. Ja. Krippuk? Ah ja, du hast Zubiris in Gen 3 vergessen. Stimmt, Zubiris habe ich vergessen. Ich vergesse immer, dass das Geist ist, weil für mich sieht das eher wie Unlicht aus. Es ist Geist und Licht, also. Ja, es wirkt auf mich halt nicht wirklich geistermäßig.